Meine Kollegin Simone Fiebiger hat bei uns den Wahlkampf und diesen immens spannenden Wahlabend im Netz verfolgt. Lassen Sie uns teilhaben an der Debatte im Netz. Und ich weiß, Sie haben auch was zur FDP. Genau, das war nämlich da auch das Top-Thema. Da kann ich gleich den Faden von Professor Probst mit aufnehmen. Atempause, Philipp Rösler, im Netz wird er sie nicht bekommen. Wir haben den ganzen Abend, denn auch das gehört zum ganzen Bild bei Phoenix natürlich, diesen spannenden Wahlabend online und bei den sozialen Medien mitverfolgt, mit Ihnen gemeinsam. Wir waren dort aktiv und mit Ihnen und dank Ihnen interaktiv. Und wir haben mal zusammengefasst die Hauptreaktionen, die wir bekommen haben. Da waren vor allen Dingen die Themen Wahlbeteiligung und eben FDP. Das erste Beispiel können wir gleich mit starten. Hat uns via Twitter erreicht. Trauer bei der FDP, schreibt ein User. 10% für die FDP, wie sollen wir den Rösler jetzt loswerden? So seine Reaktion. Machen wir gleich weiter. Der King of Chaos schreibt, das waren keine Leihstimmen, das war ein Rettungspaket. Und zwar war bei Rettungspaket, das kann man auch sagen, Leihstimmen nach den neuesten Zahlen, muss man auch mal sagen, dass man davon ausgehen kann, dass etwa 100.000 Wähler CDU-Wähler der FDP ihre Stimme gegeben haben. Also so viel zum Thema Rettungspaket und Leihstimmen. Und kommen wir zum nächsten, Oliver Marquardt. Er hat geschrieben, oh, ein harter Schlag für alle, die FDP-Bashing mit Interesse an Politik verwechseln. Ja, so viel zum Thema FDP. Gehen wir mal weiter. Ein wichtiger Punkt natürlich auch die Piratenpartei. Die Piratenpartei, wir erinnern uns, das ist noch nicht mal ein Jahr her bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen, aus dem Stand mit einem sehr guten Ergebnis in den Landtag hineingekommen. Tja, und nun das böse Erwachen heute von den Piraten war nicht mehr viel zu lesen. Und ein Landtagsabgeordneter aus Nordrhein-Westfalen, Robert Stein, hat dann gleich geschrieben, Glückwunsch an die CDU, via Twitter hat er das getan. Glückwunsch an die CDU zum Wahlsieg bei der Landtagswahl Niedersachsen. Unser Abschneiden sollte uns jetzt wachrütteln. Ja, und der Landesverband der Piraten in Niedersachsen ist wachgerüttelt. Dort heißt es auf der Facebook-Seite der Piratenpartei Niedersachsen, niemand anders als wir selbst ist für unser Ergebnis verantwortlich. Aus Fehlern lernen, besser machen, anders machen, weitermachen. Und kommen wir zu einer weiteren Userin oder einem User, der sich gemeldet hat, Marla Julia. Und bei dem knappen Ergebnis ärgern sich hoffentlich alle, die nicht gewählt haben. Nochmal zur Erinnerung, wir sind jetzt bei einer Wahlbeteiligung von 59,4%. Das ist in der Tat wenig, auch wenn es einige Prozentpunkte mehr sind. 57,1 waren es bei der Landtagswahl 2008. Also nicht gut, aber etwas besser als 2008. Und das ganz kurz. Das ist eigentlich der treffendste, MacWeckeste. Damit erstmal zurück zu